Moin moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Wir gehen zu den Monolithen endlich. Wir haben nämlich diese Fortune Circle Gilde erreicht das letzte Mal, haben dort aber Performance-Probleme im Observatorium. Ja, kann ich verstehen, die Grafik ist mega geil und hier den Screen auch kurz. Habt ihr das gesehen? Ja, unser Falke kommt natürlich mit. Den Hut noch anmachen, genau. Und jetzt einfach mal ein bisschen vorsichtiger spielen, weil wir halt jetzt auch, ja, wir sind nicht unterlevelt, glaube ich. Ja, doch, 4 Level unterlevelt, aber wir machen genügend Schaden, aber könnten eventuell nicht so viel aushalten, natürlich. Klar, mit so wenig Resistenzen. Einfach mal schauen. Jo, sind gerade die blöden Gegner hier von Akt 6. Sonst eigentlich ziemlich einfach so vom Schaden her. Gegner haben uns noch nicht so getroffen. Und jo, einfach nicht sterben. Wir sind immer noch unsterblich. Also immer noch keinen Tod gehabt. Und ja, das Spiel macht halt einfach so viel Spaß und jo. Meine Güte. Was? Kurze Störung, keine kurze Störung. Ah, okay. Ist ja nichts schlimm. So, ja, ich bin eben so mega motiviert jetzt auch durch diese Gede. Ich möchte mal sehen. Doppeldrop oder so. Ich weiß nicht, Unique Doppeldrop oder so. Ich habe jetzt einfach ein bisschen beim Leveln von einem neuen Beet für den Livestream. Einfach mal, sehen, dass ich einfach mehr Unique Drops hatte, aber keine Doppeldrops oder so. Aber keine Ahnung, wie das sich genau macht oder ob ich sie einfach falsch gelesen habe. Was das erste, das kann man ja nachlesen, stimmt. Doppelt so viele Gegenstände fallen zu lassen, also 35%. Aber ich habe so Doppeldrops. Einfach doppelt so viele heißt einfach andere einen, stimmt. Jo, was? Ich kann eben noch nicht so viel sagen. Doppelt so viele sehe ich jetzt noch nicht so sehr. Oder ja, okay, hier. Aber das ist aus einer Kiste, da kommen auch manchmal 2 Rares raus. Und so Sachen. Genau, wir wollen ja immer noch ein bisschen schneller werden und ein bisschen weniger Schaden in der Bewegung haben. Und wir müssen ja auch noch wechseln zum, was müssen wir, zum Blade Dancer dort noch ein paar Key-Punkte investieren und so. Könnten wir eigentlich jetzt machen, ab jetzt. Gut, ab Stufe 55, ja. Sehr gut. Jo, und ich bin auch sonst wirklich motivierte Games zu spielen. Also das heißt nicht, dass ich jetzt keine Lust hatte, Games zu spielen, sondern einfach nur an gewissen Zeitpunkten und so, weil ich ja diese Nervenkrankheit habe und ist besonders schlimm gewesen. Es ist jetzt eigentlich wieder besser. Jetzt habe ich auf jedes Game, egal ob Wolzen, wo mich schon extrem aufregt, dass ich so viele Unix erfahren muss und so. Und halt auch Diablo 2 Remodded hat auch so Probleme gemacht mit manchen Gegnern und Items, die ich nicht bekomme. Sah einfach ein bisschen angepisst bin auf Hack and Slay, aber ja, und auf Rollenspiel Skyrim zum Beispiel bin ich ein bisschen angepisst, aber ich mag das trotzdem sehr gerne spielen. Und ja, ich habe gestern auch ein bisschen diskutiert über Transport Fever 2. Es ist wirklich halt einfach nicht ganz so ein gutes Spiel. Also es hat einfach zu viele Macken. Und trotzdem macht es unglaublichen Spaß. Es macht sogar mega süchtig. Aber die Fortschritte zu sehen. Ich liebe Spiele, wo man einfach die Fortschritte sieht. Also würde jetzt hier in diesem Game irgendwie die Gilde des Fortune da, das Obsidiatorium, erst später schön bekommen, wenn man dort Einfluss gemacht hat, bekommen hat. So Sachen. Es ist relativ leicht, merke ich gerade. Also da diese heidnischen Fleischgegner, die sind ziemlich einfach und schnell besiegt. Die machen zu viel Schaden. Die ich auch manchmal nicht sehe bei den Zahlen, oder? Aber irgendwie so richtig entspannt gerade.
Okay, der Gegner ist ein bisschen sehr. Ich treffe ihn auch nicht so mit den Call Drops. Mit den Stachel. Mit den Stachelkugeln, mit den Stachelspitzen, die heißen. Wie heißen sie? Steht das, wie die heißen? Die haben ja doch einen bestimmten Namen. Krähenfüße. Oh. Ich wusste irgendwas mit Füßen oder so, aber nicht Krähenfüßen. Weil die, ja, vielleicht. Ich kenne die eher von Stronghold oder so, glaube ich. Irgendwie so etwas. Ein ähnliches Spiel. Also, Wurfschaden ist cool. Ja, es hat weniger Wurfschaden da beim Boni unten, aber. Schön. Und hier haben wir auch Wurfschaden, aber lieber Crit. So, dann machen wir noch kurz den Shuriken-Punkt wieder rein. Da. Aber hier müssen wir noch 5 und 5 erreichen. Ja. Gut, also das erste. Wieso ist das so verschwommen immer ständig beim Durchgehen? Das stört mich jetzt. Also immer wenn man durch so ein Risto, also so ein Portal durchgeht, alles verschwommen ist, das hätten sie nicht einbauen sollen. Das wäre schon praktisch mit Schwertern, aber ich nehme den nicht mit. So, weiter geht's. Also wo waren wir? Einfach bei der Krankheit, oder? Es ist viel anstrengender, wenn ich so Sachen machen muss, wie Let's Playen oder Videospiele spielen, als bei euch. Ich habe einfach tausendmal mehr Anstrengung und dann kann ich halt nicht immer. Ich habe eigentlich geplant, heute wirklich auf dem Minecraft-Server livestreamen, GTA Online zu livestreamen und Last Epoch zu livestreamen. Aber ich kann es nicht machen, weil ich schon nicht auf den Server komme, weil wir momentan Probleme mit dem Host haben, mit dem Domain ändern und so. Also der Domain ist ja dragodia.de und da müssen wir irgendwas noch einstellen. Ich weiß nicht genau, was er macht, der Kaktus. Der Techniker von uns. Aber es geht momentan nicht, scheinbar, laut ihm. Und da müssen wir auch warten und so. Und da habe ich auch keine Lust, einen Livestream von Last Epoch zu machen. Weil ich auch noch keinen anderen Bild habe, den ich gut spielen kann. Jetzt momentan. Ich könnte zwar den Hexenmeister als Livestream-Charakter machen, aber da brauche ich auch wieder bestimmte Unix und das ist halt immer sehr mühsam, oder? Wenn du nicht so viel Zeit hast und nicht so viel spielen kannst wegen deiner Krankheit, dann fühlst du dich so mega genervt, dass der Entwickler immer so viel Zeit einplant, den wir machen müssen, oder? Wo wir uns dran halten müssen. Und das funktioniert meistens bei mir überhaupt nicht, oder? Also ich spiele sehr wenig außerhalb von den Let's Plays. Vor allem nicht in den Livestreams, oder? Weil es einfach sehr anstrengend ist, lange das Spiel auch zu spielen und so. Jo, also das Handicap ist halt schon groß, gerade bei mir, weil ich halt mich körperlich extremst modifiziere durch den vielen Sport. Weil ich ja Fußballprofi sein will. Ich will gerne Geld verdienen durch Fußball. Das kannst du halt meistens nur, wenn du wirklich in der höchsten Liga dann Fußball spielst und was. Hast du mega Leistungsdruck. Du musst deinem Körper alles antun. Jeden Schaden, jede Schmerzen antun. Und dann noch gut Let's Playen und Livestreamen zu können gleichzeitig und alles. Ich kann es einfach nicht gut. Es geht nicht. Es ist wie too much und mit dem Fußball too much. Und trotzdem mache ich euch gerne wirklich eine Freude. Man müsste einfach bedenken, dass sehr viel Arbeit dahinter steckt. Sehr viel Schmerzen. Und ja, es sind gute Schmerzen. Ich habe sie gerne, aber ich kann nicht wie mehr machen für euch, solange ich so viel arbeiten muss, so viel Handicaps einfach habe gerade. Und deshalb gibt es einfach die Livestreams noch nicht so wieder. Und nicht so häufig. Nicht häufiger. Aber ich finde es schön, wenn ihr euch drin eben freut. Ihr es mir auch zeigt oder mal ein nettes Kommentar schreibt oder so. Ich kann es wirklich gebrauchen. Wenn ich sehe, ihr seid nett. Also bei mir dürft ihr nett sein. So, ich schaue jetzt einfach mal, was ich muss. Ich muss ja diese Fähigkeit haben. Das ist, Synchronized Strike, wie sagen wir das? Synchronized Strike, genau.
Und dafür muss ich 8 bei Cloak of Shadows und 2 bei Once. Wie heißen die auf Deutsch? Schattenumhang und einmal. Ja, Once ist einmal, ja. Und Shadow Cloak ist Schattenumhang. Also, was haben wir gesagt? 8 und 2. Tjo, und hier machen wir einfach noch Rüstungsstapel. Wegmachen beim Gegner. Brauche ich nicht, ja. Was 1 plus bei Falkner in so der Fähigkeit? Falknerei, ja, okay. Falsch gelesen. Die Fähigkeit, nicht alle Fähigkeiten der Falkner. So, gibt's leider nicht. Ja, okay, es gibt's schon bei den Dingen. Relics, da gibt's es schon. Aber sonst gibt's es nicht. Wir haben nicht auf den. Sag schon den Namen. Götzen. So, also. Ich bin gerade ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich so mehrfach irgendwie das da gedacht habe über den Skill Tree vom Daten. Wie heißt die? Wie heißt die Klasse? Schattentänzer. Genau. Und dann noch in-game ein paar Sachen umändern. Ah, ich hasse langsam, so multitaskingfähig zu sein. Auch in diesen Spielen, wo man halt immer alles nicht so. Also wenn ich ein Spiel mache, also ich mache ja ein Spiel und ich werde bald auch livestreamen können, wie ich das Spiel entwickle. Aber dann mache ich das Spiel selbst lernend, also dass du weißt, was du machst. Aber in diesem Spiel, da weißt du nicht, was du skillen kannst, weil die Werte halt so schlecht gezeigt werden. Oder du weißt nicht, auf welchen Wert du achten sollst, ob du Crit machst oder du keinen Crit machst und so. Ich mag so Spiele nicht, wo nicht selbsterklärend sind, wo du Mühe hast, überhaupt selber dir mal etwas zu planen und weißt, ja, du musst dieses Item aufheben oder nicht aufheben. Das kannst du in diesem Spiel einfach vergessen. Du hebst am besten alles auf und hast dann ja, Lagerprobleme, oder? Du könntest es ja mal irgendwann mal gebrauchen, aber scheinbar ja nicht. Und, oh, das ist. Ich kann manchmal einfach nicht irgendwie so frei Last Epoch spielen. Ich muss immer einen Guide haben. Ich muss immer sehr viel nachdenken können zwischendurch, ob ich das Item jetzt mitnehme oder nicht und alles. Ob ich jetzt mal ein bisschen sortiere oder nicht. Und das ist. Ich weiß nicht, was der Entwickler überhaupt hier produziert. Es ist einfach ein Spiel, das man eigentlich ja gar nicht unbedingt gerne spielt. Es ist einfach zu too much. Es ist manchmal echt auch mühsam, was die so einbauen. So viele Bugs einbauen, oder? Und so viele Items einbauen, so viele Stats. Oh. Es erpresst mich schon fast ein bisschen. Es motiviert mich ja so geil, so viele Stats zu haben, aber es ist zu kompliziert. So, man kann nicht so. Ja, die Gegner wurden auch alle wieder schwer, die Bosse wurden wieder schwer. Was jetzt Lagon eigentlich konnte, oder? Ich habe Angst auf den Akt 9 Boss, der wurde auch so übertrieben, scheinbar. Ich habe Angst, den jetzt zu machen. Ich mache jetzt lieber die Ding. Die ersten, also das erste Monolithenteil. Es ist unglaublich, wie ich immer denke, dass ich, je länger ich dieses Spiel spiele, desto mehr Probleme bekomme ich. Und andere haben das Spiel erst angefasst und haben immer noch Probleme, also schon Probleme. Also es ist too much. Jetzt auch da unten die Symbolik, oder? Da unten rechts, nein, in der Mitte rechts steht, welchen Rang wir haben im Ding oder so. Ich weiß gar nicht genau, was das heißt. Rang 1 bei diesen Fortune geht, oder? Das Violette. Aber jo, eben ist es. Es ist zu wenig. Ah, das Spiel erklärt es mir ohne Probleme. Wenn dann das Tutorial, wo man immer wieder machen muss, aber immer noch nicht versteht. So Sachen. Tja, ich bin einfach ein bisschen überfordert mit diesem Spiel. Sie müssen es einfacher machen, sie müssen es freier machen.
Das sollten einfach mal die Bugs fixen oder gar nicht mal einbauen lassen. Sie müssen wieder mit Herzblut entwickeln. Sie sind jetzt groß geworden, sie haben Tencent auf der Brust, sie haben andere noch auf der Brust. Sie könnten so viel machen, aber sie machen es einfach nicht gut genug. Und zu wenig. Bis endlich mal der Endcontent geht. Was ich eine Freude hatte, dass es stand, dass in Path of Exile mit dem Necropolis liegen Patch und so Endgame verbessert wird. Habe ich mich riesig gefreut. Dankeschön, Grinding Your Games. Da habt ihr aber auch sehr lange gebraucht. Ey. Meine Güte. Habe ich mich gelangweilt manchmal von Liga zu Liga. Und jetzt will ich einfach dort wieder meine Zeit verbringen und nicht noch in Last Epoch so mega viel. Aber ich muss es schon fast schon, weil ich natürlich schon sehr bekannt bin auf YouTube mit Last Epoch Videos und ihr das natürlich auch wollt. Ich ja auch. Und das tut mir einfach irgendwie voll überlasten jetzt gerade auch noch. Es ist ja auch Ostern und da wollen wieder die meisten Leute wie heute, dass ich halt mega jo aktiv bleibe. Und wie kann ich das mit mehreren Stunden Board, mit mehreren Stunden Let's Play, mit mehreren Stunden Livestream noch aushalten? Ich habe 34-Stunden-Tag und nicht ein 24-Stunden-Tag. Boah, ich bin jetzt schon wieder komplett kaputt. Kann nicht mehr reden. Ich mache mehr als andere Menschen. Aber wahrscheinlich wegen meiner Krankheit. Das denken immer alle Leute, ich müsste weniger machen. Aber was meine Krankheit gut tun, ist, wenn man mehr macht. Und das merken die meisten Menschen, die können das nicht verstehen. Ich mache dann mehr. Aber es geht mir danach besser. Weil ich die Ablenkung habe, weil ich zwar ein bisschen überfordert wirke, klar. Und das ist, denke ich mal, das meiste an meiner Krankheit liegt wahrscheinlich daran, dass ich so mega multitaskingfähig bin. Dass ich mich selber allzu viel vornehme. Dass ich zu viel denke und so Sachen. Und dann kann ich nicht einen ganzen Tag Besuch haben. Die Leute sind so übersozial hier in der Schweiz. Das ist unglaublich. Wie können Leute nur die ganze Zeit mich verlangen, den ganzen Tag? Merken die nicht, dass ich keine Zeit habe? Jetzt habe ich eben so lange Besuch gehabt und musste sofort einen Part aufnehmen. Dass ihr überhaupt heute noch mich schaut. Ja, es ist schwer, ich weiß. Genug aktiv zu sein zu jedem, aber ich bin hyperaktiv zu jedem. Das ist also nicht hyperaktiv wegen dem ja, Durcheinander und alles mögliche, diesen Hatzenhetzen, sondern einfach, weil ich zu viel mache mit anderen. Also zu lange es mache und nicht zu viel aufeinander. Aber ja, ich habe jetzt einfach heute die ganze Zeit gesagt, nee, ich kann dann nicht Eis essen gehen, ich kann dann nicht in die Bar gehen, ich kann jetzt auch nicht zum Beispiel in den Europa-Park gehen bald. Weil ich halt einfach über beschäftigt bin. Und die Leute immer alles verlangen. Ständig das, kommst du hier hin, komm, machst du das mit uns. Ich habe einfach das Gefühl, ich will nur noch in meinem Zimmer hocken und Let's Playen. Und leisten. Den ganzen Tag leisten. Und die Videos auch in den Livestreams drehen. Okay, da bin ich fertig. Okay, er darf zu kämpfen hier. Ich muss kurz nachschauen. Meine Güte. Was war das? Falken? Nein, das war nicht Falken. Das war Shuriken. Shuriken nur 3 da? Okay, 4, 2, 3. Das 3, das 2, ja. Okay, dann sind wir fertig. Dann kann ich den Stab auch bald umändern. Dann fliehe ich die 3 Punkte zwar, aber... Ja. Explosion, glaube ich, noch. Und hier haben wir das vom Falken. Boah, ich weiß nicht, wohin. Entweder da oder da, oder? Balke. Ja, darum. Bewegungstempo, Angriffstempo. Wann
Wenn er angreift, okay. Und diesen Falkenschlag, wie heißt der? Luftangriff? Da habe ich da noch einen Punkt. Ja, es ist auch schwer zu skillen, diesen Bild. Ist alles ein bisschen schwer. Man muss sich einfach Zeit nehmen und dann nachschauen. Auch wenn es euch vielleicht ein bisschen stört, dass ich nachchecken muss, aber es ist zu kompliziert, sonst dann. Ja. Ja, gut, ja, gut. So. Du Stierbe. Ich habe erst kürzlich einen guten Witz über einen Stier gehört. Aber, oh, das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Irgendwas über den Stier und die weibliche Kuh vom Stier. Boah, wenn ihr einen guten Witz habt über einen Stier und die weibliche Kuh, schreibt es mal in die Kommentare, vielleicht ist es mein Witz, den ich gelesen habe. Yes. Es ist eigentlich die Kuh, weil ein Stier ist eigentlich eine Kuh, also... Ja. Auf jeden Fall irgendwas sehr, sehr dominant, also sexistisch. Take care. Aber cool. Okay, versuchen wir mal, da einen guten Götzen rauszufischen. Boah, das nervt so, ey. Das, dieses verschwommene Zeugs in dem Portier. Meine Güte, die Entwickler. Spielen nie und testen es nie. Haben die überhaupt ein Quality-Prüfungsding? Es ist so manchmal unglaublich, hey. Weißt du, so ein guter Entwickler, so ein erfolgreiches Spiel, aber sie machen so viele Probleme. Und das fällt halt auf, weil sie so gut einen sonst entwickeln. Es ist das Spiel, das mir am meisten Spaß macht, aber es gibt einfach viel zu viele Probleme manchmal. Ich bin jetzt einfach ein bisschen überlastet durch die Grafik und... Hätten weniger machen sollen. Weniger diese verschwommenen Sets. Oh, machen die Damage. Oh, ja! Das wollte ich auch mal spielen. Ich liebe dieses Schwert. Meine Güte, bis ich mal Zeit habe, solche Builds zu machen, die auf Unix basieren. Die richtig, also wirklich auch, dass die Waffe an Unix haben und so. Ich habe ja diesen Vulkanus-Build ja so oft gespielt, also... Ja, habe es nicht so oft gespielt, weil er so viel Damage bekam, aber... Es war wirklich das, der gehypteste Build, oder das, den ich eigentlich immer sehr viel spielen wollte, aber nicht so Lust hatte. Die ganze Zeit so viel Schaden zu bekommen und so. Ah ja, genau, an einem Boss hing ich ja fest. Ich konnte den Boss ja nicht besiegen. Und, jo, es tut mir schon so leid, dass es jetzt einfach eine neue Season ist und ich den Bild eigentlich gar keine Lust habe, ihn weiterzumachen, oder? Ja. Es ist mir so nervig, dass die Unique-Drop-Chance so gering ist bei bestimmten, vor allem mit den LPs noch drauf und so. Dass jo, ich eigentlich einfach genervt bin, dass ich so wenig spielen darf. Kann und darf. Also ich muss jetzt unbedingt schauen, dass ich einfach mal Last Epoch Livestreams mache. Und dadurch auch Lust habe und Kraft habe, dann andere Livestreams zu machen von anderen Spielen. Schwert und Dingbogen. Also ich habe jetzt eins mitgenommen mit ja, Dolchenschaden und hier eins Rüstungsbruch, oder? Ich glaube, ich brauche die nicht. Also was ich brauche, ist beim Primalisten Aftershock. Chance auf Aftershock. Das ist der Erdbeben, der
Nachbeben sozusagen heißt, glaube ich, auf Deutsch. Und sonst brauche ich eigentlich nicht so gewisse Idole. Ich kann nochmals schauen, welche diese Bild braucht. Der braucht, glaube ich, einfach mit Dolchen Schaden. Habe ich ja hier. Nein, das Wurftreffer Schaden. Ich schaue nochmal kurz. Ist echt kompliziert. Ah, Critical Strike, Multiplayer muss drauf sein und Increased Damage will Wielding a Dagger. Genau, also mit Dolch. Mehr Schaden. Und mit Skills benutzt vom Schatten und den haben wir halt noch nicht aktiv. Benutzen wir noch nicht aktiv. Ja. Und Armor, also Rüstung, Bleche mit Wurfattacken. Noch drauf. Nochmals ein Idol-Slot. Okay, machen wir den noch. Und dann gehen wir zum Leuchtfeuer im nächsten Part. Ah, jetzt möchte ich noch kurz schauen, wie viel haben wir jetzt. Oh, wir haben über 1000 bekommen. Geil, also bald können wir hier 2142 können wir dann in der nächsten Runde haben. Also nochmals 3-4 Echos und dann haben wir es. Sehr gut, es läuft gut. Ich dachte, also sie haben eigentlich geschrieben, dass es sehr lange geht, aber wahrscheinlich erst die späteren Levels. Wenn wir dann sehen. Ich bin glücklich, weißt du, dass ich wenigstens so weit jetzt bin, dass ich den Circle habe endlich. Den hätten sie nackt 3 oder so machen können, ey. Ist ja mega nervig, so lange, ja, verschiedene Charakter zu leveln, bis man Lagon schafft und so. Ist mir ein bisschen zu lange, too much gewesen. Die Builds sind ein bisschen zu schlasch, zu wenig stark gewesen. Die ich benutzt habe. Das sind halt fast die einzigen. Es kommen nicht viele Builds raus. Und meistens wirklich Builds für das Endgame. So, da brauchst du Omnis. Omnis ist ein Amulett. Das kannst du erst schaffen, wenn du über 1920 Corruption hast. Kannst du das droppen von Shade of Orbis. Es ist unglaublich, wie lange ich da grinden müsste. Erstmal auch die Items haben, dass ich ihn schaffe da. Ja, Bits sind manchmal so übertrieben von Livestreamen, den ganzen Tag Livestream. Mann, haben die echt etwas, was sie so aushaltbar machen alles. Also ich kann niemals so viel aushalten. Nach 1,5 Stunden ist bei mir Last Epoch fertig. Für den Tag. Okay. Könnte ich vielleicht gebrauchen. So, aber ein Spriggenast beim Balken hier? Nein. Schergenschaden, Wurfschaden. Beides muss ich nicht drauf haben. Und der Wurfschaden ist genau ein bisschen zuwider. Das ist immer der blanke Schaden, der mir nicht unbedingt so gefällt. Also wenn zu viele dicke Gegner sind, da habe ich ein bisschen Probleme mit der Abklingzeit und so. Aber ja. Mit Schattendolche durchdringen, das nehmen wir mit. Also vielleicht mache ich dann doch noch ein Schattendolchbeet. Aber ich habe eh Lust, um da mit dieser Alkoholflasche, mit dieser Kälteflasche Wurfwaffenbeet zu machen. Vielleicht mit Frostbite oder so. Irgendwie so etwas, aber. Naja, okay. Ich will nicht mehr so viele Beets machen. Also nicht mehr so schnell immer wieder neue Beets machen. Ich will mich einfach mal durchkicken können. Und wenn sie so wenig spät, können die das fast nicht machen, aber es ist. Nein, das sind alles schlechte Götzen. Nein. Schade. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und freue mich natürlich immer gerne über Kommentare. Jo. Schreibt, wie ihr es toll findet, wenn ich spiele. Und schreibt mal, wenn ihr spielt, wie ihr es so findet. Also, was spielt ihr? Was macht ihr gern? Was ist euer Lieblingsbild? Wie findet ihr das Spiel und so Sachen? Ja, ich habe halt immer ein bisschen Kritik, da ich das Spiel schon in- und auswendig kenne und weiß, die Entwickler machen halt eher manchmal Rückschritte als Fortschritte und so Sachen. Ich will sie einfach auch ihnen helfen, indem ich sage,
Vielleicht schauen sie mich ja und werden dadurch besser bei der Entwicklung. Und ja, ich muss jetzt endlich mit dem Game anfangen und das selber auch besser machen können. Ja, ich hoffe, es klappt. Und ja, ich gebe mir natürlich 1000-mal mehr Mühe, dass viel mehr Qualität und weniger Quantität ist. Gut, tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.